Es ist mal wieder an der Zeit, sich einem Thema zu widmen für Leute, die Tinder wie Pokémon Go nutzen. Eigentlich ist es traurig, aber in Wahrheit so witzig wie Dicke auf Rollern. Dementsprechend müssen wir heute jene Allmann-Achims ärgern, indem wir uns Pause-Autos näher angucken. Damit wir denken, dass andere beeindruckt sind von uns, weil wir uns Warren Buffett-ähnliche Techniken angeeignet haben, da wir teure Autos billig einkaufen. Gelobt sei der Wertverlust. Ja, sie sind unter Umständen etwas teuer im Unterhalt, aber dann muss man eben Finanzposten streichen wie Unterhalt für Kinder, Steuern, Ausgaben für Kondome und weitere unnötige Dinge. Tut jetzt wie gewohnt eure Hand an den Schlitz, liked das Video und fühlt euch nicht schlecht, weil ihr Frischhaltefolie auf die Arbeitstoilette getan habt. Wir beginnen daher mit einem Fahrzeug, das wohl für Menschen gebaut wurde, die ein anderes Verständnis für Umbau haben wie dieser Prototyp BMW-Besitzer. Stilistisch auf dem Niveau eines blinden Dreijährigen, aber Geschmack ist natürlich subjektiv. Allerdings nicht in dem Fall. Der 3er BMW E92 ist die Coupé-Version vom E90. Das bedeutet, dass er besser aussieht. Wie im letzten Video bereits angesprochen, ist der N52-Motor mit 6 Zylindern die beste Wahl. Anschaubare Modelle kriegt man ab etwa 7000 Euro. Der N53-Nachfolgemotor tut es zwar auch, aber der ist im Unterhalt teurer, da Zündspulen, NOx-Sensor, Injektoren, Stickoxidkatalysator, Kurbelgehäuseentlüftung und Hochdruckpumpe gerne ausgetauscht wurden. Und diese natürlich sehr teuer. Maximalen Flex erreicht man aber nur, wenn man den Wagen auf die M4-Optik umbaut. Das würde zwar bei einem 335i zwar mehr Sinn machen, wo es gute für um die 12.000 Euro gibt, aber wer steigt schon in ein Auto ein und fragt nach der Leistung? Es zählt eben immer die Optik. Falls ihr ein schwächliches, anorektisches Etwas seid und etwas kompensieren müsst, dann ist der Porsche Cayenne der ersten Generation was für euch. Ja, er ist nicht der hübscheste, aber er ist fett, schluckt viel und ist teuer im Unterhalt. Also wie Sandra. Hier geht es tatsächlich nicht um Qualität, sondern um den Prestige, den ein Porsche Cayenne mit sich bringt. Ihr werdet automatisch der bessere Mensch, wenn ihr sagt, ich fahre Porsche. Damit könnt ihr nämlich folgende Reaktion erwarten. Es gibt erste Porsche-Modelle zwar schon für etwas über 4000 Euro, aber solche zu kaufen wäre eine finanzielle Selbstbeschneidung mit Buttermesser. 14.000 wären zwar ratsamer zu investieren in ein vernünftiges Facelift-Modell, aber seit wann fallen wir rationale Entscheidungen in diesem Land? Maximale Komplexe strahlt man mit einem gefälschten Bodykit von TechArt aus, was den Cayenne zum Magnum transformiert. Der Cayenne glänzt dadurch, dass er nicht ganz dicht ist. Es kann nämlich Wasser über den Fußraum gelangen, weil die Abläufe im Motor gerne verstopfen. Das sorgt dafür, dass die Steuergeräte nicht mehr funktionieren. Die Elektrik gilt hier als anfällig, weswegen man alles testen sollte. Falls Luftfahrwerk und Panoramadach vorhanden sind, sollte man hier Acht geben, da beides auch teuer werden kann bei einem Defekt, der ebenfalls gerne auftritt. Bei den älteren Motoren bis zum Facelift kann es auch mal gerne zum Ausfall der Zündspulen, platzenden Kühlrohren, Anlasserausfall, defekter Kurbelgehäuseentlüftung, abgetragener Laufflächenbeschichtung oder Kolbenkippern kommen. Das erkennt man zum Beispiel an einem erhöhten Ölverbrauch oder blauen Dunst aus dem Auspuff, den man im besten Fall nicht inhaliert. Falls doch, dann sorgt dafür, dass alle was davon haben. Wem das zu sehr nach spielsüchtigen Familienvater aussieht, der kann sich den Audi S5 anschauen. Den gibt es hier mit dem V8 im kaufbaren Zustand für um die 15.000 bis 17.000 Euro. Zwar ist man besser mit einem 3.0 TDI bedient, aber etwas Abwechslung muss doch auch mal sein. Das größte Problem beim 4.2 FSI Motor ist die Verkorkung und der Besitzer. Ab und zu gab es auch mal Motorschäden wegen einer sich gelenkten Steuerkette, aber da kann man präventiv gegen vorgehen, wenn man den Ölwechselintervall auf 10.000 bis 15.000 Kilometer setzt und keine Longlife-Jauche nutzt. Einlochen ist mit dem Fahrzeug recht einfach, da er optisch immer noch was hermacht. Hauptsache LED-Tagfahrlicht ist vorhanden, der Rest an Ausstattung ist dann eigentlich irrelevant. Nur auf einen Handschalter sollte man verzichten, da die Kupplung in Verbindung mit dem Motor gerne Probleme machte. Das fühlt sich dann so an, als hättet ihr eine dicke Lunte, hängt da kurz rein und sie spürt trotzdem nichts. Vorteil beim S5 ist, dass ihr eigentlich nichts mehr upgraden müsst. Außer vielleicht etwas am Sound, was dann ungefähr so klingen kann. Ansonsten könnt ihr der Weekend Warrior Waldemar sein oder zur Hardcore Triangle Dubstep tanzen. Ihr seht damit immer dope aus in dem Wagen. Es verhält sich wie mit dem Sprichwort, Kleider machen Leute. Im nächsten Fahrzeug könnt ihr aber auch nackt sitzen und auf krass machen. Der immer teurer werdende CLS 55 AMG. Der hat den M113 mit Kompressor verbaut. Dank dem letzten Video auf diesem Kanal wissen wir, dass dieser Motor solide AF ist. Demzufolge hält er auch eine ganze Weile. Es ist zwar ein AMG, aber der Unterhalt hält sich für das Fahrzeug eigentlich in Grenzen, da die Bremsen nicht besonders
besonders teuer sind. Die sind erst beim 63 AMG so richtig teuer. Der Motor ist an sich unproblematisch und wenn, dann sind es eher Kleinigkeiten. Die Airmatic und das SPC-Bremssystem sind irgendwann mal fällig, aber da investiert man mal einmal etwas mehr Geld und dann hat man wieder Ruhe. Solange die Elektrik keinen Schlaganfall erleidet, habt ihr ein ästhetisch anspruchsvolles Fahrzeug, das vermutlich im Preis steigen wird. Damit macht man eigentlich nichts falsch. Wenn ihr in einem Taxi gezeugt wurdet, könnt ihr euch auch an der technischen Basis vom CLS erfreuen, der E-Klasse. Selbe Technik, selbe Probleme, aber andere Optik. Die Auswahl ist hier sogar größer, da er öfters verkauft wurde. Vom Preis nimmt er sich aber nicht wirklich viel mehr und es gibt ihn auch als Kombi. Ein Umbau auf LPG ist in den aktuellen Zeiten auch ratsam. Der Motor selber hält das auch ohne Probleme aus. Es wird aber immer irgendein Detlef geben, der euch irgendwie sagen wird, dass LPG Schrott sei, weil er mal irgendwo was gehört hat, als er besoffen war. Tatsache ist aber, dass die allermeisten keine Probleme damit haben. Ich persönlich würde noch mal ein Upgrade-Pulli installieren, ein Chip-Tuning vollführen und ein White-Body-Kit von Prior verbauen. Da ich Komplexe habe und es einfach geil aussieht. Für 5.000 bis 6.000 Euro kann man sich aber auch etwas anschauen, was weniger den Schrei nach Aufmerksamkeit nachkommt. Der BMW Fimba E60. Im besten Fall hat man den N52 Motor aus dem 523, 525 oder 530i drin, bis zum Facelift. Ab dem Facelift gab es dann direkt Einspritzermotoren, die dann deutlich anfälliger und teurer waren im Unterhalt. Hier gibt es mehr Dinge, die kaputt gehen können, die wir rein zufällig auch schon im letzten Video besprochen haben. Der Fünfer BMW ist daher cool, weil es ihn auch als Kombi gibt und gern als ziviles Kopffahrzeug genutzt wurde. Klebt euch eine Antenne aufs Auto, zieht euch Jack Wolfskin Klamotten an und alle denken, dass ihr auch Bulle seid. Dementsprechend werdet ihr nicht sofort angehalten. Geil am Fünfer ist auch, dass er ein gutes Tuningpotenzial hat. Ich persönlich finde ihn hässlich, aber es gibt genug Menschen, die den geil finden. Jedenfalls würde ich als erste Amtshandlung chinesische LED-Scheinwerfer holen und verbauen. Dann würde ich ein M5 Bodykit montieren, 20 Zoll BBS-Felgen raufhauen und ein Android-Navi installieren. Letzteres sorgt für aktuelle Features und beseitigt auch Probleme, die gerne mit dem CCC-Modul auftauchen. Bei BMW gibt es original nur zwei Sorte von Besitzern. Normale Leute, die das Fahrzeug so nutzen wie jedes andere auch, und dann gibt es noch die Sorte, die völlig übermotiviert auf LSD und Roofies das Auto verschandeln mit Nürburgring-Sticker, M-Logos auf dem 520D oder bunten Felgen, während der Rest Standard bleibt. Solltet ihr so jemanden kennen, dann distanziert euch von dieser Person. Mit dem Audi A7 wird man sich aber nicht distanzieren von euch. Audi-Fahrer sind auch so asozial wie BMW-Fahrer, allerdings in etwas seriöser. Damit hat man das Privileg, den inneren Asi-Toni rauszulassen. Der A7 basiert auf dem A6 und ist dementsprechend eigentlich von Grund auf her das gleiche Auto, nur eben in extra geil. Tiefer legen, 20 Zölle mit dicken Schlappen und der Rest ist egal. Natürlich ist der Motor wichtig. Ehrenwerte Abonnenten des Kanals wissen, dass der 3.0 TDI das Nonplusultra ist, aber um euch mal etwas Abwechslung reinzuprügeln, reicht auch der 3.0 TFSI mit Kompressor. Ein Motor, der ebenfalls wenig Probleme macht und eine Leistungssteigerung dankend annimmt. Theoretisch gibt es zwar auch ein 2.0 TFSI mit 4 Zylindern, aber diese Kombination sieht man zu Recht selten. Alles, was 6 Zylinder hat, macht im A7 meist wenig Probleme. Die S-Tronic kann unter Umständen etwas zicken, weswegen sich eine Getriebespülung nach spätestens 60.000 km empfiehlt. Das leidige Thema gelenkte Steuerkette kommt nicht oft vor und tritt meist auf bei Fahrzeugen im Kurzstreckenbetrieb, die Longlife-Intervall führen. Wenn ihr so schlau sein wollt wie ich, dann holt euch ein CL500. Damit sorgt ihr für Furore bei örtlichen Shisha-Bars, wo euch südländische Männer ansprechen werden. Optisch eigentlich einer der schönsten Fahrzeuge, die Mercedes je gebaut hat. Allerdings muss man sich neben Autismus schon Mercedes spritzen, damit man sich den auf Dauer auch geben kann. Dieser Benz wird gerne weitergereicht wie ein Bier, Sandra und prächtiger Herpes. Das erklärt, warum diese Autos teilweise mehr Vorbesitzer haben als Kilometer. In meinem Video, wo ich mal aufliste, was mich der Wagen gekostet hat ohne Reparatur, rate ich davon ab. Wenn irgendwas am Fahrwerk, Motor oder der Elektrik ist, könnt ihr euch einen mobilen Darmausgang aus recyceltem Papier besorgen. Insofern nicht mit haarigem Moslem auf eurer To-Do-Liste steht, könnt ihr euch alternativ auch die E-Klasse Coupé anschauen. Egal ob ihr Mann, Frau, divers oder Sandra seid. Dieser Wagen passt eigentlich zu jedem. Obendrein ist er auch noch sehr solide. Das einzige, worauf man achten sollte, ist, dass man sich einen 6-Zylinder holt. Egal ob Benzin- oder Dieselmotor. Überraschenderweise kriegt man eine E-Coupé bereits ab 12.000 Euro in anschaubarem Zustand. Vermutlich ändert sich das ja nach diesem Video, wenn einige GTI-Fahrer ihren Santander-Kundenbetreuer anrufen und fragen, was sie tun müssen, um tauschen zu können. Generell ist der Unterhalt hier auch nicht besonders teuer, da die Basis die C-Klasse bildet und nicht die E-Klasse. Dementsprechend ist kein fancy Fahrwerk verbaut. Es gibt in den Baujahren keinen Motor, der euch irgendwann kaputt geht bei normaler Pflege und das Getriebe hält meist auch problemlos. Wenn mal was ist, dann werden keine astronomisch hohe Summen fällig, die euch dazu zwingen, euren Körper zu verkaufen. Im besten Fall montiert ihr noch ein Bodykit von Prior, damit der ultimative Blender-Modus erreicht wird. Das
so gerät nämlich Potenz, auch wenn einige der Meinung sind, dass Gefühle zeigen von Stärke zeugt. Das ist gelogen. Mit diesem Schlussplädoyer dürft ihr das Video liken, kommentieren und mit euren abgetriebenen Zwillingen teilen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke für mehr Unfug und zeigt damit euren Support, um in Zukunft mehr von solchen lyrisch anspruchsvollen Reden zu profitieren.